In diesem Video präsentiere ich euch ein Kochfeld, welches sich an die Größe eures Kochgeschirrs anpasst. Und in dem Video wie immer viel Spaß. Herzliche Grüße von Gutsmann Küchen, denn Essen gut, alles gut und das kommt von Küche gut. Und in eine gute Küche gehört natürlich auch ein gutes Kochfeld. Deshalb präsentiere ich euch heute hier ein Induktionskochfeld, 80 cm breit. In dem Falle aus dem Hause von Bosch. Und die Besonderheit dieses Kochfeldes ist, dass sich die vier Kochzonen an eure Größe des Kochgeschirrs automatisch anpassen. Und wie das funktioniert, das klären wir dann gleich. Erstmal die Grundfakten zum Kochfeld selber. Also, wie gesagt, wir haben 80 cm breit das Kochfeld. In unserem Fall hier ohne Rahmen. Dieses Kochfeld kann hier aufliegend oder halt auch flächenbündig montiert werden. Wir haben eine Schott-Ceran-Oberfläche. Dieses Kochfeld aus dem Hause von Bosch, aber das kennt ihr ja schon. Die BSH produziert auch die Kochfelder mit identischer Ausstattung für Siemens und für Neff. Und das Kochfeld gibt es bei Bosch auch mit dem Komfortprofil, also der seitlichen Metallleiste. In diesem Fall wäre es dann die schwarz eingefärbte Metallleiste. Ja, dann haben wir insgesamt vier Induktionskochzonen mit jeweils 2,2 kW, die erweitert werden können über die Boost-Funktion auf 3,7 kW. Und jetzt kommt's. Das Kochfeld bzw. die Kochzonen passen sich an die Größe eures Kochgeschirrs an, denn wir haben einmal in der Länge die sogenannten Flexzonen, wo kleine Töpfe, mittlere Töpfe, größere, ganz große Töpfe oder halt Grillplatten Platz finden. Und hier die Ergänzung auch noch zur Seite, also in die Breite, wenn ihr große Pfannen oder halt eben große Töpfe habt. Wie das Ganze aussieht, schauen wir uns jetzt an. So, Töpfe, also zwei vom Durchmesser gleich große Töpfe und die große Pfanne haben wir platziert und jetzt schalten wir unser Kochfeld ein. Wir haben hier keine aufgedruckte, sondern eine unterleuchtete Bedienung und es wird hier automatisch erkannt, welche Zonen belegt sind. Wir haben einmal die vordere Zone unterleuchtet mit dem mittleren Topf. Wir können umschalten auf die hintere Zone für den zweiten mittleren Topf und wir haben hier schon die Anzeige, dass wir hier die große Pfanne haben auf den drei hinteren Zonen und es wird auch schon angezeigt, die Erweiterung in der Breite. Das können wir nochmal aktivieren, da sieht man jetzt das auch wunderbar, wie das Ganze unterleuchtet ist. Ja, das Kochfeld selber hat insgesamt 18 Leistungsstufen, 9 klassische Leistungsstufen, die nochmal mit 8 Stufen oder mittleren Stufen eingeteilt sind und die 18. Stufe ist dann die Boost-Funktion, was ich ja schon sagte, dort haben wir dann 50% mehr Leistung, die benötigt ihr, wenn ihr dann Wasser zum Kochen bringt oder wenn ihr was scharf anbratet. Eine Abschaltautomatik, das muss sein, ist eine Sicherheitsfunktion und dann schauen wir mal ganz einfach, was wir hier noch haben. Wir haben insgesamt 3 Timer-Funktionen, also ganz normal, wie die Zeit mitläuft, wie lange die Fläche aktiv ist. Dann habt ihr einen Timer, wo es nur ein akustisches Signal gibt nach Ende der Zeit und die dritte Timer-Funktion, die die Kochzone abschaltet, wenn ihr hier an der Stelle fertig seid mit der eingestellten Laufzeit. Dann haben wir den Bratsensor, wo festgelegte Leistungsstufen sind. Wenn ihr den Bratsensor aktiviert, also man geht auf unsere Bratpfanne, aktivieren den Bratsensor, haben wir dann nur noch die 5 vordefinierten Leistungsstufen, wo vordefinierte Temperaturen hier an der Pfanne dann anliegen. Ihr habt die Brückenfunktion, ganz klassisch, wenn ihr jetzt einen Bräter oder eine Grillplatte aufsetzt. Die Brückenfunktion könnt ihr über diese Taste wählen und dann habt ihr noch die Schiebefunktion, wo
drei verschiedene Temperaturen hier dann auf der gesamten Fläche anliegen. Vorne zum Anbraten, in der Mitte zum Weiterkochen und hinten dann zum Fertiggaren bzw. Warmhalten. Das ganze Induktionskochfeld typisch hat natürlich auch eine Kindersicherung und eine Restart-Funktion, also eine sogenannte Pausenfunktion, also dann halt auch die klassischen Funktionen eines Induktionskochfeldes. Die Vorteile bei der Flächen- oder beziehungsweise Flex-Induktion, ist ja keine Flächeninduktion, eine Flex-Induktion, ist, dass er halt wirklich hier mit ganz kleinen Töpfen, also auch die Espresso-Kocher würden hier funktionieren, mit ganz kleinen Töpfen und dann halt auch mit dreiviertelgroßen Töpfen arbeiten könnt. Da können wir auch nochmal ein Schnittbild reinbringen, wie das Ganze aussieht bei einem Bräter, der komplett über die gesamte Fläche geht, wo man wirklich schön die vier Stufen sieht, dass man dort ein gleichmäßiges Bild hat. Beziehungsweise eine gleichmäßige Temperaturverteilung und ein gleichmäßiges Erhitzen des Kochgeschirrs. Ja, euch interessieren weitere Technikvideos, dann empfehle ich euch den Link. Unseren Kanal könnt ihr kostenfrei abonnieren über das Gutzmann-Küchenlogo. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder immer mittwochs und sonntags, wenn es heißt Küche gut, alles gut. Ciao, tschüss, euer Robert. Thank you.